Klaue immer dichter, gefährlich näher. Kralle auch näher? Oh. Versteckt euch! Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Spike! 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 Huh? Sogar meine Schritte haben einen Zurücksprecher. Ach, es hat keinen Sinn. Warum lasst ihr mich nicht einfach hier zurück? Das können wir doch nicht tun. Ich halte euch nur auf. Und ich kann... Ich kann keinen einzigen Schritt mehr laufen. Ich kann mich natürlich auch irren. Was ist da los? Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte die Jungen beschützen und nicht wie ein Feigling einfach weglaufen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Der Schaffner, komm, komm, schnell! Oh, my God.
tot aus. Naja, er riecht auch ziemlich tot. Na komm schon, du schaffst das. Halb so wild. Das ist doch nur ein großer, toter Schafzahn. Könnte auch ein Haufen Dreck sein. Ein großer Haufen Dreck mit großen, scharfen Zähnen. Ich brauche einen Stock oder irgendwas in der Art, um sein Maul aufzukriegen. Schnell ein und dann nichts wie weg. Wer weiß, wie lange der Stock hält. Oh ja, der hier sieht nicht schlecht aus. Ach, der steckt aber ziemlich fest. Ich schaff das schon. Oh, hui, ganz schön windig hier drin. Momentchen mal. Ich bin doch jetzt in dem Maul eines Schafzahns. Hier drin kann es doch nicht windig sein. Es sei denn, er atmet. Aber wenn er atmet, dann heißt das, dass er lebt. Ich habe mich verirrt. Ich will kein einsamer Dinosaurier mehr sein. Lauf weg, Littlefoot! Ihr seid mir gefolgt? Tun wir das denn nicht immer, hm? Ihr seid wahre Freunde. Ich hoffe nur, dass Großvater es schafft. Ja! Großvater! Ja! Ja! Er macht ganz gut. Bis jetzt jedenfalls. Kommen wie immer genau im richtigen Augenblick. Ist vermutlich einfach nur Glück. Wir haben Glück, dass Schafzähne nicht besonders hell sind.